Hallo und herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Montag, den 4. März. Ich freue mich, dass du da bist. Schauen wir mal, was ich dir heute zum Wochenstart weitergeben darf. Über was darf ich sprechen für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Welche Thematik darf ich beleuchten? Die erste Karte, die sich zeigen möchte, ist die Königin der Stäbe. Die zweite Karte sind die zwei Schwerter. Acht Münzen. Der Gehängte. Drei Kelche. Und die acht Kelche, okay. Die Königin der Stäbe, das bist du, das ist egal, ob du Mann oder eine Frau bist. Das ist ein allgemeines Orakel. Die Geschlechter sind als neutral zu betrachten. Die Königin der Stäbe ist eine feurige Person, das ist eine temperamentvolle Person. Das ist eine unabhängige, selbstbewusste, lebensfrohe Person. Es ist jemand, der einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen möchte. Das ist jemand, der sich ausdrücken möchte. Das ist jemand, der etwas sagen möchte, auch sobald man denkt, man hat etwas zu sagen. Okay. Mein erster Impuls war auch, dass es darum geht, etwas zu sagen, etwas sagen zu dürfen auch. Natürlich darfst du etwas sagen, du darfst immer etwas sagen. Aber ich nehme das so wahr, es geht hier um gewisse Menschen in deinem Umfeld, wo du dich blockiert fühlst in Bezug auf die Kommunikation, in Bezug darauf, Worte auszusprechen, ja, also du beobachtest ja eine Situation, du beobachtest ein Geschehen und es ist halt schwer für dich, hier nichts dazu zu sagen. Okay, das ist das, was ich hier wahrnehme. Die Königin der Stäbe möchte ihren Senf dazugeben, die Königin der Stäbe möchte ganz bewusst etwas sagen, die möchte irgendwo mitwirken, aber es geht darum, die acht Kelche sind hier eine Erkenntnis in Bezug darauf, ich muss nicht zu allem etwas sagen. Ich muss nicht überall mitmischen, okay? Ich habe meine eigene Show. Ich brauche nicht auf der Show oder in der Show auftreten von anderen Leuten. Ich brauche mich nicht in Themen involvieren von anderen Menschen, okay? Diese Menschen können deine Familie sein, sie können dein Freundeskreis sein, in der Nachbarschaft, aber auch im Arbeitskollegenkreis. Das ist halt so, am liebsten würdest du irgendwo gerne aktiv mitwirken. Dir sind aber irgendwie die Hände gebunden oder es ist wie, gewisse Menschen in deinem Umfeld wünschen sich Distanz. Die wollen ihr Ding machen. Das ist wie so, ja, du würdest hier gerne etwas sagen oder irgendwo mitwirken. Das gefällt dir nicht, ja, sonst würden die zwei Schwerter hier nicht liegen. Das ist wie, ich würde aber gerne frei sprechen.
Ja, ich würde aber gerne hier teilhaben, aber das ist so ein Lernprozess, den ich hier gerade sehe, auch mit dem Gehängten und den 8 Kelchen, dass du dich davon distanzierst, okay, dass du deine eigenen Wege gehst, dass du dich auf dich fokussierst. Sie guckt hier auch in die 8 Kelche rein, also das ist ihr bewusst geworden hier. Sie guckt eher weg von den anderen Menschen. Sie nimmt sich raus. Sie nimmt sich hier raus aus. Aus einem Umfeld von gewissen Menschen. Es ist wie, sollten die anderen Menschen da irgendein Thema haben, dann hat sie die Erkenntnis, okay, das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Wirkungsbereich. Im Grunde, also die Königin der Stäbe möchte vielleicht auch immer helfen oder mit Ideen um die Ecke kommen, aber es ist halt so, es fühlt sich so an, als würden diese Menschen ihre Wege gehen und du löst dich hier ab von gewissen Menschen und gehst deine eigenen Wege. Das ist ja hauptsächlich auch ein innerer Prozess, den ich hier sehe. Okay. Du beschäftigst dich mit deinen eigenen Themen definitiv. Es ist halt auch so, anstatt dich darüber aufzuregen, warum möchte man deine Meinung nicht hören, warum möchte man deinen Rat nicht, warum möchte man nicht, dass du da irgendwie mitwirkst oder zu involviert bist, anstatt dich darüber aufzuregen und aber das ändern wollen hier, geht das jetzt in die andere Richtung, dass du dich langsam ablöst und deine eigenen Wege gehst hier, dich raushältst, nicht deine Party hier sozusagen, okay? Und dass du dir auch wirklich erlaubst, loszulassen. Dass du es dir wirklich selber erlaubst, loszulassen und dich abzuwenden und innerlich, ich will nicht sagen gleichgültiger, doch gleichgültiger zu werden, ne? Nicht deine Show hier. Es geht um gewisse Menschen, wo du am liebsten etwas sagen möchtest oder deine Idee mit einbringen möchtest oder mitwirken möchtest, das aber dann immer wieder Nährboden für Konflikte bietet, zum Beispiel, ja, oder du merkst, diese Ratschläge, die wollen nicht angenommen werden, oder jeder hat eben seinen eigenen Weg zu gehen auch, ja, mit solchen Menschen, um solche Menschen geht es, um so ein Umfeld geht es, wo du jetzt für dich erkennst, okay, ich darf mich da wirklich davon ablösen, ich darf wirklich mich auf mich fokussieren und meine eigenen Wege gehen und dich auf dein eigenes Glück fokussieren, ja. Was darf ich hier noch weitergeben? Ja, das ist das. Das ist diese Haltung, du veränderst die Welt. Du möchtest hier irgendwie mitwirken. Durch dein Sein veränderst du jeden Tag die Welt hin zu einem schöneren und vielfältigeren Ort. Die Welt braucht Menschen wie dich. Sie braucht deine Einzigartigkeit. Danke, dass du du bist. Das ist so, mit dir ist nichts falsch. Ja, du möchtest hier, die Königin der Stäbe ist ein kreativer Mensch, ein lebensfroher Mensch. Sie möchte teilhaben am Leben. Sie hat Lust auf das Leben. Sie hat Lust auf die Welt. Ja. Das Ding ist nur, sie kann ihr eigenes Ding machen. Sie kann ihren eigenen Wirkungsbereich erschaffen und sich da voll entfalten. Ich nehme das hier so wahr, es geht halt um Menschen, die ja auch ihr eigenes Ding machen möchten. Ja, Ausdauer und Beharrlichkeit. Bisher warst du vielleicht an der falschen Stelle ausdauernd und beharrlich, ja, was diese Menschen betrifft. Aber richte diese Ausdauer auf deine eigenen Ziele, auf deinen eigenen Wirkungsbereich, auf deine eigenen Projekte. Ja, da kannst du
unglaublich kraftvoll wirken. Manche Ziele erreichst du nur mit viel Mut, Ausdauer und einer großen Portion Beharrlichkeit. Wenn dir etwas wichtig ist, bleibe zielgerichtet und schreite weiterhin mutig voran. Ich hätte gern noch einen Delfin als Rat. Genau, hier haben wir noch die spielerische Leichtigkeit. Hier geht es darum, gewisse Dinge und Situationen nicht allzu ernst zu nehmen. Spiele dein Leben, lebe dein Lebensspiel voller Freude. Das Leben ist das genialste Spiel aller Spiele. Du bist Schöpfer und Spieler zugleich. Beobachte dein Leben aus mehreren Perspektiven. Du kannst das Spiel steuern, genau das ist das, was hier passiert. Lenken und verändern. Delfine spielen für ihr Leben gerne auf ganz individuelle Weise. Du hast viele Möglichkeiten immer. Und die Betonung liegt ja auch auf der Individualität, okay? Du darfst deine Individualität ausleben, das dürfen aber andere auch hier, ne? Dass man leben und leben lassen, da gibt es doch diesen Spruch, ne? So, das ist diese Erkenntnis hier unter anderem, leben und leben lassen. Okay, dabei belasse ich es für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen, leichten Tag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gerne. Bis morgen. Bye, bye.